sollte in Berlin seit ein paar Wochen eingeschrieben an der Charité. In der Hauptstadt einen neuen Lebensabschnitt an der besten Uni Deutschlands. Verdammt, das war Heidelberg. Ist egal, dafür hat Berlin euch viel zu bieten. Die besten Döner, 1000 Spätis und die Charité. Die große Frage, gibt es dieses Jahr eine OE-Party? Nein? Bitte, bitte, bitte. Warum nach Kreisheit oder Erlangen? Willkommen in Berlin. Kein Mensch will mehr nach Göttingen. Willkommen in Berlin. Hier gibt's das OE-Kabarett. Willkommen in Berlin. An der Charité. Willkommen in Berlin. Warum nach Kreisheit oder Erlangen? Willkommen in Berlin. Kein Mensch will mehr nach Göttingen. Willkommen in Berlin. Hier gibt's das OE-Kabarett. Willkommen in Berlin. An der Charité. Doch damit fühlt man sich viel besser. Baby ist erstmal der Titel am Start. Dann geht's los. Ho, ho, ho. All dieser Aufwand hat sich bald gelohnt. Jetzt kommt es an auf mein Können. Das Doktorandenschild ist ungewohnt. Sicher werd ich mich schnell gewöhnen. Antwort, eine Antwort. Dieses Rätsel wäre mir Problem in meinem Namen. Den Doktortitel holen wird's zwar echt hart, doch damit fühlt man sich viel besser. Baby ist schon mal der Titel am Start. Dann geht's los. Oh, 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 oh. Er hat es, weil die Planeten krass ist. Und niemand nehme ihn mehr weg. Oh, ich brauch ihn, ich will ihn, weil ich dann wirklich Arzt bin. Das ist meine Welt. Kranke Menschen sind mir egal, mein Kind. Ich will nur dein Geld. Oh, und manchmal kommen junge Frauen. Da freu ich mich immer drauf. Hey, doch die Brüste, die hängen. Kein Ding, ich richte sie auf. Ich pack was rein, gar keine Frage. Von A auf Doppel-D. Erst waren sie klein. Jetzt muss ich sagen, die sind echt gut anzusehen. Die sind echt gut anzusehen. Hey Mama, was ist da los? Am allerliebsten mach ich Brüste groß. Ich sitze hilflos vor Patienten, kann das Gespräch nicht richtig lenken. Ich soll eine Anamnese machen, doch ich denk an lauter andere Sachen. Ich würde gerne draußen chillen, mit Freunden in der Sonne grillen. Stattdessen muss ich drin sitzen, mit Patienten um die Wette schwitzen. Kein Plan, wird Zeit, dass ich mich traue. Ich rate einfach mal ins Blaue. Ich frage ihn nach seinen Beinen, doch er erzählt von seinen geilen Steinen. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren, versuche mich zu motivieren. Ich will ihm irgendwas verschreiben, doch er lässt sich nicht von mir vertreiben. Ich sitze hier im Kliniktroll, so geht's den ganzen Tag nonstop. Feierabend ist noch nicht in Sicht. Die Anamnese macht keinen Bock, Patienten labern eh nur Schrott. Am Wochenende hab ich nach ein Arzt, ein guter Arzt, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Ein Arzt bleibt immer Arzt, auch wenn das Hochhaus auseinanderfällt. Drum sei auch nie betrübt,
wenn Badadadam es keinen Termin mehr gibt. Ein Arzt, ein guter Arzt, das ist der größte Schatz, den's gibt. Der Diabetes mellitus sorgt aller Orten für reichlich Verdruss. Und auch die Adipositas macht mir als Arzt keinen Spaß. Der nächste hat Hypertonie, ein paar Beta-Blocker zwingen sie in die Knie. Doch bei einem maligen Tumor hilft nur eine Menge Humor. Ein Krebs, maligner Krebs, das ist das Dümmste, was es gibt auf der Welt. Ein Krebs bleibt immer Krebs, auch wenn der Pathologe ihn zerteilt. Unterwegs, noch nebenbei, da sieht mich ne Ärztin, oh yeah, hat keine Zeit, oh no, fühle muss da rein, flexible muss da rein, ach geh doch da zuerst hin, doch den sah ich noch nie. Ich geh hin mit der Flexüle und ich schieb sie mitten rein. Es ist geil, es ist geil, schon fast ein Arzt zu sein. Ich nehme alle Blutes und ich schicke weg das Blut. Schick es weg, schick es weg, schick es weg das Blut. Die Rechen sind voll, ich finde mich toll, ach, ich freu mich, denn ich mach das wirklich gut. Schick es weg, schick es weg, schick es weg. Nach 12 Stunden komm ich da endlich raus. Und wenn man Glück hat, fährt die Ringbahn dann auch. Später noch 5 Uhr, Prothetik leeren. Und die Gipsreste im Haar entfernen. Oh, ich werd sein Arzt, mach nur PZR. Was anderes kann ich auch noch nicht tun. Oh, ich werd sein Arzt. Bisschen wie ein Freak, denn alle zeigen mit Finger auf mich. Oh, Patienten massakrieren. Es fällt uns so schwer, Tschüss zu sagen, wir haben dich nicht mehr. Unertragen ist nicht, dass du gehst, nie wieder hier stehst, den Rücken zudrehst. Du gehst ins PJ und bist Ärztin, wer soll denn mit uns jetzt noch scherzen? Du warst unser Hirn, putzt Hörner an die Stirn, wir werden's probieren. Doch es wird echt schwer. Wer soll denn mit uns noch lachen? Wer soll denn mit uns noch lachen? Ohne dich, Joanna, verlass uns nicht. Joanna, wir brauchen dich, Joanna. Wer soll denn hier dich gehen? Doch
doch du wirst uns so sehr fehlen. Ohne dich, Joanna, verlass uns nicht, Joanna. Wir brauchen dich, Joanna. Du warst der Boss, du hast gepackt. Alles hast du nur für uns gemacht. Selbst wenn mal kein Strom ging, Farbe an der Wand hing, du kriegst alles wieder hin. Die Sketche sind schon legendär. Um das zu toppen, muss ein Wunder her. Mussten dich nicht bitten, zeig es deine Dance-Moves, weil du so sehr...